Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 24. Juli 2018? Die indischen Astrologen berechnen ihren Horoskopen anders, als wir in westlichen Astrologie kennen. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession, und es ist nichts anderes als die Bewegung unserem Sonnensystem durch den platonischen Jahr. Also nicht wundern, dass es möglich ist, dass die Planeten anderes platzieren, als wir in unserem westlichen Astrologie das kennen. Aber wir sollen das fließend betrachten. Immerhin sind die Tierkreiszeichen miteinander verschmolzen und es ist schon eine fließende Energie. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs. Und bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont auf. Das Mondhaus, wo sich das platziert, vermittelt etwas. Nicht nur für die Krebsgeborenen, sondern durch die Sonnenenergie zeigt uns alle etwas. Und das ist die Klarheit, die Orientierung, die Augen zum Öffnen zum bestimmten Themen. Und die Themen sind etwas Neues lernen oder eine Schulung besuchen oder Schulungen anbieten. Ein Priester herrscht in diesem Mondhaus, also das eignet sich auch zum religiösen Themen oder Spiritualität oder ein Ritual zu machen, hat auch gerade seine Wirkung. Was bedeutet noch das für die Krebsgeborenen dieser Sonnenaufgang? Weil bei Sonnenaufgang geht immer noch die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont auf. Das bedeutet für die Krebsgeborenen die Suche nach die Wahrheit oder etwas ins Licht zu bringen oder etwas präsentieren, wahrgenommen werden. Das sind die Bedürfnisse. Merkur ist der Planet der Kommunikation. Nach indischen Astrologie bewegt sich noch in Tierkreiszeichen Krebs, aber schon im Grenzbereich, weil übergeht in Tierkreiszeichen Löwe. Also die Gespräche sind sehr wichtig bei den Krebsgeborenen und es sind auch Austausch und etwas lernen oder wirklich eine Schulung, ein Seminar zu besuchen. Mond hat eine zunehmende Mondphase. Eine zunehmende Mondphase eignet sich dafür, etwas starten, was zunehmend vermehren soll. Aber wir sollen trotzdem die einzelnen Tage berücksichtigen, welche Energie herrscht in Tagen, weil es sind immer wieder mal Einschränkungen da und das ist dann doch nicht der richtige Augenblick, etwas Neues beginnen. Mond bewegt sich nach indischen Astrologie in Tierkreiszeichen Skorpion und übergeht im Sternbild Schlangenträger. Diesem Sternbild Schlangenträger befindet sich im Ekliptik, aber gehört nicht zu den 12 Tierkreiszeichen. Aber immerhin ist noch im Skorpion nach dieser Berechnung im Grenzbereich. Antares bestrahlt die heutigen Mondbewegung. Antares gilt zu den königlichen Sternen. Und das ist ähnlich wie Mars. So heißt es auch, Mars-ähnlichen Stern. Sieht auch von den Farben her, hat sehr viel Ähnlichkeit an unserem Planet Mars. Und das bedeutet, etwas im Angriff nehmen, Kraft zu zeigen. Aber es ist auch möglich heute ein Streit. Entweder jemand provoziert einen Streit oder kommt eine Aggression entgegen und wir sollen entweder diplomatisch handeln oder aus dem Weg zu gehen und
öfter mal richtig die Meinung sagen. Also es ist heute möglich. Nicht nur Antares vermittelt, dass heute Streit möglich ist, sondern auch die Mondhaus. In indischen Astrologie sind es 27 Mondhäuser und es sind 27 Schwestern und der Mond besucht die einzelnen Frauen. So beschreibt es die indische Mythologie. Und dieses Mondhaus heißt, es ist die älteste Schwester. Und weil sie die älteste Schwester ist, natürlich ihre Nase ist immer nach vorne und mischt sich da ein. Aber vermittelt auch Weisheit und das Heilwasser vermittelt diese Mondhaus, diese 27. Schwester. Und das bedeutet für unseren Alltag, weil die Mondbewegung vermittelt uns etwas für den heutigen Tag. Und das bedeutet, etwas im Fluss zu bringen, weise zu sein oder Heilung bringen an etwas. Und das ist dieser Heilfluss, was dieses Mondhaus vermittelt. Und nach indischen Astrologie ist es in Verbindung mit unserem Mittelfinger. Und wenn wir etwas starten oder wir sollen uns behaupten oder wir brauchen gerade Kraft, dann hilft auch, wenn wir unseren Mittelfinger ganz fest drücken, dann gibt uns das Kraft. Nach indischen Astrologie bewegt sich Mars rückläufig in Tierkreiszeichen Steinbock. Merkur, der Planet, die Kommunikation, bewegt sich in Tierkreiszeichen Krebs. Jupiter, der große Glücksplanet, nach indischen Berechnung, bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage. Venus, die Liebesplanet, ist in Tierkreiszeichen Löwe und Saturn in Tierkreiszeichen Schütze und rückläufig. Bei indischen Astrologie gibt es Uranus, Neptun und Pluto nicht. Sie arbeiten mit diesem Planeten nicht. Das sind die äußeren Planeten, wurden auch später entdeckt. Also die früheren Astrologen in unseren westlichen Kulturen haben mit Uranus, Neptun und Pluto auch nicht gearbeitet. Es war noch auch nicht entdeckt. Pluto wurde zum Beispiel 1930 entdeckt. Und wie wirkt das auf die einzelnen Tierkreiszeichen? Für die Krebsgeborenen ist wichtig die Wahrheit. Oder sie bringen etwas ins Licht. Die Krebsgeborenen lernen auch etwas und werden von einigen Themen oder Sachen befreien, loslassen. Die Krebsgeborenen können ein Ritual machen oder interessieren sich zum religiösen und spirituellen Themen. Es ist auch möglich, dass sie gerade eine Schulung besuchen oder ein Seminar, aber auch möglich, dass sie selber dieses Seminar halten. Die Krebsgeborenen bringen etwas in Ordnung und sie werden klar und deutlich etwas erkennen. Und die Gespräche haben auch eine Bedeutung. In die Liebepartnerschaft haben die Krebsgeborenen Glück, weil sie verspüren auch die Leidenschaft. Die Tierkreiszeichen Löwengeboren ist ein wichtiges Thema, die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, die Finanzen in Ordnung zu bringen, aber auch die liebe Partnerschaft. Und Merkur nähert sich, also die Gespräche nehmen auch zu. Ein älteren Person, und das vermittelt die Mondhaus, verunsichert eher die Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen machen eine kleine Reise oder kleinere Veränderungen. Ein Besuch ist auch möglich oder ein Fest in vertrauten Umgebung oder eine Einladung. Die Jungfraugeborenen pflegen gerade die Kontakte. Es sind keine großen Veränderungen oder große Reise, aber in Umgebung bewegt sich einiges. Eine ältere Person kann eine gute Unterstützung sein bei der Jungfrau geboren und sie haben auch diese Heilenergie. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist wichtig, Sicherheit, Stabilität.
Die Wagengeborenen verschönern oder verändern etwas in wohnlichen Situationen. Sogar ein Umzug ist möglich. In der Liebepartnerschaft haben die Wagengeborenen Glück. Die Gespräche oder ein Vertrag ist eher ein Nachteil. Da sollen die Wagengeborenen noch geduldig sein. Eine ältere Person kann sehr hilfreich sein. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen bewegt sich einiges und sie haben diese Heilenergie, diese Heilkraft. Aber es ist heute möglich, auch bei Skorpiongeborenen, dass jemand versucht, einen Streit provozieren. Dann ist besser, aus dem Weg zu gehen oder diplomatisch handeln. Aber die Skorpiongeborenen werden sich behaupten und sie werden das in Ordnung bringen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist wichtiges Thema, die berufliche Situation. Und da haben die Schützengeborenen neue Ideen, Möglichkeiten, Chancen haben, die Schützengeborenen beruflich etwas verbessern. In die Liebepartnerschaft haben die Schützengeborenen auch Glück. Und was die Gespräche betrifft, ein bisschen Geduld noch, dann kommen auch die klärenden Gespräche. Eine ältere Person kann unterstützend sein bei den Schützengeborenen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist wichtig die Liebe. Ein sehr wichtiges Thema. Aber nicht nur warten und Erwartungen haben, weil das führt zu Missverständnissen, sondern auf anderen zugehen, Interesse zeigen, mal ein Kompliment aussprechen oder die Kontakt suchen, weil so kommt es im Gleichgewicht. Die Steinbockgeborenen haben auch die Heilenergie und sie bringen etwas im Fluss. Aber hier ist auch möglich ein Streit und da sollen die Steinbockgeborenen auch diplomatisch sein oder eher aus dem Weg zu gehen. Es ist bei uns alle möglich, dass jemand versucht, aggressiv reagieren oder einen Streit provozieren. Das ist durch diesen Antares-Einfluss ist bei uns alle möglich. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen. Hier ist auch ein wichtiges Thema die Liebe-Partnerschaft. So ähnlich wie bei Steinbockgeboren, nicht nur warten, sondern auf anderen zugehen, die Kontakte suchen, Interesse zeigen und so kommen die Wassermanngeborenen im Bereich Liebe-Partnerschaft in Harmonie. Ein Gespräch kann unangenehm sein und es ist auch möglich, dass jemand versucht, einen Streit provozieren. Dann ist besser zurückhaltend sein. Die Wassermanngeborenen befinden sich gerade in einer Wandlung und kommen auch Veränderungen. Und die Wassermanngeborenen haben auch zurzeit Themen mit Ämtern und genau das bringen sie auch in Ordnung. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen kann eine Reise eine wichtige Bedeutung haben und sie sollen das auch genießen. Die Gespräche sind angenehm. Wenn sie spüren die Nervosität oder Aggressivität, dann sollen sie auch eher beruhigend wirken. In die Liebepartnerschaft sind die Fischengeborenen eher noch unsicher. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist gerade ein beruflicher Aufstieg und da haben die Wiedergeborenen gerade Erfolg und Glück. Die Gespräche können momentan trotzdem unangenehm sein oder versucht jemand aggressiv kommen und einen Streit provozieren, dann sollen die Wiedergeborenen auch die Ruhe bewahren und diplomatisch handeln, auch wenn das nicht die Stärke die Wiedergeborenen. In die Liebepartnerschaft haben die Wiedergeborenen gerade Glück. Die Gespräche werden in den kommenden Tagen dann besser sein. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen brauchen die innere Ruhe, die inneren Gleichgewicht. Sie werden auch diese Aggression spüren, aber sie haben eine beruhigende Wirkung. Was gut ist für die Stiergeborenen, um Freundschaften kümmern oder etwas lernen oder eine Lerngruppe gründen oder ein Seminar
besuchen. In der Liebepartnerschaft haben die Stiergeborenen noch Einschränkungen oder fühlen sie sich noch unsicher. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist ein Aufstieg, besonders was die berufliche Situation betrifft. Und die Zwillingsgeborenen werden in die nächste Zeit schon aktiv sein und die Liebepartnerschaft haben Glück. Und eine gute Nachricht ist in den kommenden Tagen auch zum Erwarten oder klärt sich etwas auf, ein klärendes Gespräch. Und das war mein Tageshoroskop. Ich möchte noch die Blitzberatungen erwähnen. Es sind E-Mail-Beratungen und es geht auch blitzschnell. Das bedeutet, Sie schreiben mir ein E-Mail und bekommen die Antwort noch im selben Tag oder alle spätestens nächsten Tag haben Sie schon die Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.